Als kleiner Drache will ich Sachen machen, die ein Alter nicht tut. Heute Dragons von Bruno Faituti, die Regeln kurz erklärt, damit ihr direkt losspielen könnt. Viel Spaß jetzt! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Regelvideo. Heute ein einfaches Familienkartenspiel für 3 bis 6 Spieler von Bruno Faituti, in dem wir als Drachen versuchen, möglichst viele Schätze einzusammeln, aber gleichzeitig das Fressen nicht außer Acht lassen. Denn ansonsten sind wir raus aus dem Spiel und jetzt zeige ich euch, wie sich das Ganze spielt, damit ihr direkt loslegen könnt. So, steigen wir jetzt ein in die Regeln von Dragons. Nehmt erstmal die ganzen Schatzkarten, mischt diese gut durch und abhängig von der Spieleranzahl wird eine gewisse Anzahl Jahre gespielt, die entsprechend durch Stapel an Karten dargestellt werden. Das heißt, ihr teilt im Spiel für 3 und 4 Spieler die Karten in 4 etwa gleich große Stapel auf, im Spiel mit 5 oder 6 Spielern in 3 Stapel. Einer dieser Stapel benötigt ihr pro Jahr, das heißt, einen lasst ihr direkt in der Mitte liegen und die anderen kommen erstmal zur Seite. Gebt jedem Spieler noch eine Übersicht und dann kann es auch schon losgehen. Abhängig von der Spieleranzahl werden Karten offen aufgedeckt auf entsprechende Anzahl an Stapel. Das heißt, im Spiel zu viert, was wir hier zeigen wollen, hätten wir jetzt 4 Stapel natürlich im Spiel zu dritt nur 3 Stapel. Ein Spieler am Zug hat nun genau 2 Möglichkeiten, entweder seinen Drachen platzieren auf einem der Stapel und somit diesen Stapel für sich zu beanspruchen oder aber entsprechend eine Karte zu ziehen und diese auf einen beliebigen Schatzhaufen zu legen. Und so geht es quasi reihum. Wenn nun ein Spieler entscheidet, seinen Drachen zu setzen, dann ist er für den Rest der Runde raus und die anderen Spieler spielen weiter. Der letzte Spieler muss auch den Rest der Karten in der Mitte nehmen und so habt ihr die Karten für das erste Jahr verteilt. Nun legt jeder Spieler die Karten nach Kartentyp sortiert vor sich aus, damit ihr seht, wer welche Karten hat und ihr beginnt das neue Jahr. So wird gespielt, bis ihr entsprechend alle Karten verteilt habt. Nun kommt die fieseste Phase im Spiel, nämlich die Eliminierung. Es wird geschaut, welcher Drache vor lauter Anhäufung von Schätzen vergessen hat, sich um Fressen zu kümmern. Wir vergleichen also nun diese Tierkarten, was entweder Rinder oder Schafe sind, und schauen, wer hat hier die meisten Symbole gesammelt. Dieser Spieler hat hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Er hat 2, 4, 6, 8, 10, 11. Er hat 2, 4, 6, 8, 10 und er hier hat nur 6 gesammelt. Der Spieler mit den wenigsten, gefressenen Tieren wird eliminiert und ist raus aus der Endwertung. Also dieser Spieler gewinnt das Spiel nicht mehr. Egal, was er entsprechend an anderen Punkten gesammelt hat, das ist jetzt irrelevant. Er ist schon mal raus. Wichtige Anmerkung: in einem Spiel zu 5 und zu 6 wird geschaut, wer hat die wenigsten Schafe und wer hat die wenigsten Rinder. Das heißt, er hätte jetzt zum Beispiel 4 Schafsymbole und 2 Rindersymbole, hätte nun aber einer von den anderen weniger Schafe und weniger Rinder, würde er natürlich im Rennen bleiben. So werden jetzt nur noch die Punkte notiert von diesen 3 Spielern. Wofür gibt es denn nun Punkte? Es gibt Punkte je einen Punkt pro gesammelter Goldmünze. Das heißt, hier wären es zum Beispiel 6 Punkte. Für einen einzigartigen Ring gibt es 7 Punkte. Doch seid euch bewusst, ein zweiter einzigartiger Ring macht euch alles zunichte und bringt in Summe dann 0 Punkte für beide. Des Weiteren 10 Punkte für jedes Set bestehend aus einem Schwert, einem Schild, einem Brustpanzer und einem Helm. Das bedeutet in diesem Fall sogar 20 Punkte. Des Weiteren 10 Punkte für je 3 gleiche Schmuckstücke. Das heißt, in diesem Falle hätten wir 10 Punkte dank der 3 Armreifen. Hätten wir noch diese 2 Kronen dazu, wären es sogar 20 Punkte. In Summe gibt es 4 verschiedene Schmuckstücke. Dann wird noch geschaut, wer hat die meisten roten Edelsteine gesammelt.
und wer hat die meisten blauen Edelsteine gesammelt. Jeweils der Spieler mit den meisten jeder Farbe erhält 12 Siegpunkte. Und wir alle wissen, Drachen lieben alles, was glänzt und funkelt. Und so gibt's natürlich auch Punkte für Politur. Denn wenn was schon nicht funkelt, kann man es ja wenigstens aufpolieren. Und so bringt eine Politur einen Punkt. Zweimal Politur bringt uns 2 mal 2 Punkte, also 4 Punkte. Dreimal Politur bringt uns 3 mal 3, also 9 Punkte. Viermal Politur bringt uns 4 mal 4, also 16 Punkte. Und 5 mal 5, also 5 Politur, dann 25 Punkte, wenn es denn überhaupt so weit kommt. Gegebenenfalls auch für 6, 36, für 7, 49. Und ich glaube, das war's jetzt auch. Ihr wollt mehr Varianz? Dann findet ihr hier unten in der Regel auf der letzten Seite noch weitere Varianten. Das waren auch schon die ganzen Regeln zu Dragons. Ihr seht, es ist super schnell gelernt und auch recht flott gespielt. Wir reden hier von einer Spielzeit von ca. 30 Spielminuten. Und ihr könnt auch in Varianten spielen, wie ich schon angesprochen habe. Dann seht ihr, was auf dem Stapel liegt. Aber das fördert auch relativ langes Überlegen und auch ein bisschen die Analyse-Paralyse, was ich nicht empfehlen würde. Denn dafür ist das Spiel nicht gemacht. Dann lieber die Variante, dass ihr eine Karte auf der Hand habt, eine Karte zieht und dann entscheidet, welche dieser Karten ihr auf welchen Stapel legt. Das bringt doch schon mehr Anreiz rein. Oder wenn ihr nicht so viel Zeit habt, nehmt einfach einen Teil des Stapels, spielt ein Jahr und belasst es dabei. Dann geht das Ganze auch viel schneller durch. Ja, schnell gespielt, flott erklärt. Und was will man mehr für ein kleines, familiäres Kartenspiel? Also wenn ihr auf Drachen und Schätze steht, dann schaut euch das gerne mal an. Wichtig nur, diese Übersicht, die hätte ein bisschen größer sein dürfen, denn die ist schon ein bisschen mickrig. Aber wenn man weiß, worum es geht und wofür es Punkte gibt, dann reicht das tatsächlich aus. Auch wenn ich kein Fan von diesem Wertungsblock bin. Aber das steht auf einem anderen Kapitel, denn das ist ja hier ein Regelerklärvideo. Insofern hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und tschüss.